Ja, hallo Leute, ich grüße euch. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Grüß Gott, alles miteinander. No coffee, no worky. Ja. Exzellent, dieser Kaffee. Heute mal Legion. Ich möchte euch mal eine Story aus meiner aktiven Zeit bei der Fremdenlegion erzählen, die auch so ein bisschen mit einem Irrglauben aufräumt, dem manche Menschen verfallen sind. Ja, wenn man an Fremdenlegion denkt, dann denken viele, die die Legion nicht kennen, ja, man hat keine Rechte, man darf kein Bankkonto haben, man darf nicht heiraten, man ist eigentlich kein Bürger in dem Sinn, man hat nicht die bürgerlichen Rechte, man muss immer in der Kaserne pufen, man darf keine Freundin haben, man hat no Pleasure, man hat no Fun und Kohle hat man auch keine und so weiter und so fort. Ja, Autofahren darf man nicht, Führerschein darf man nicht machen und so weiter und so fort. Gut, jetzt erzähle ich euch mal aus meiner Zeit bei der Fremdenlegion. Es war nämlich ganz anders. Ja, vom Prinzip kann man sagen, der Rahmen, den ich gerade erzählt habe, das passt schon so, aber nicht ganz, nicht ganz. Wir Legionäre hatten nämlich, oder wir hatten nämlich ganz viel Urlaub. Das muss man auch wissen, ja. Wir hatten als Fremdlegionäre 45 Tage im Jahr Urlaub, ja. Das war, wenn man das mal hochrechnet, ich glaube, da kamen wir so auf 10 Wochen Urlaub. Und zwar waren das Wochentage, also Samstag, Sonntag war da gar nicht gezählt. Wir hatten tatsächlich 10 Wochen Urlaub. Ich glaube, es waren 10 Wochen. Ja, und das ist Wahnsinn. Das ist wahnsinnig viel. Ich glaube, die haben viele von euch nicht. Gut, und jetzt kommen wir mal auf den Urlaub zu sprechen. Französisch-Guyana war dann noch eine ganz andere Sache. Zurück von Französisch-Guyana hatte ich meine CFC. Das war eine Conche-fahrende Kampagne. Da hatte ich 30 Tage Urlaub am Stück. 30 Tage Urlaub am Stück. Die Story habe ich schon erzählt. Komme ich aber sicherlich nochmal drauf zurück. Dann ging es aber weiter. Ich wurde dann versetzt zu den Fallschirmjägern der Fremdenlegion. Und da war es so, dass wir mindestens einmal im Jahr in Afrika waren. Das immer für 4 Monate oder für 6 Monate. Ja, da war Djibouti, Zentralafrikanische Republik, da war Tschad, da war Gabun, da war Kongo. Also habe ich schon erzählt von diesen Abenteuern. Ja, es war schon ein abenteuerliches Leben. Also 4 Monate Übersee, Afrika. Oftmals dann auch auf Einsätzen, nicht immer, aber oft. Und wenn wir zurückkamen, ich erinnere mich da mal an meine Zeit, da war ich Kaporal, beginnen wir mal im Jahr 87, 88, 89. Das war dann genau diese Zeit, wo ich dann, 89 bin ich dann Unteroffizier geworden, aber gehen wir nur mal in die Zeit rein, wo ich noch Kaporal war. Ja? Jetzt mal zu diesen Freiheiten, wo man in der Legion oder die ich in der Legion genossen habe. Ja? Wir waren da jedes Mal, wenn wir von Afrika zurückkamen, ich drücke mal die Kamera wieder an, sonst sieht man mich nicht oder ich sehe euch nicht. Jedes Mal, wenn wir von Afrika zurückkamen, ging die ganze Kompanie geschlossen auf Urlaub. Wir hatten da meist 3 Wochen Urlaub. Und zwar die ganze Kompanie geschlossen, ich erinnere mich. Muss ich aber nochmal ausgreifen oder aufgreifen vorher. Wir als Kaporäle, wir hatten das ganze Geld, das wir uns gespart haben in Übersee, das haben wir auf ein Sparkonto bekommen, auf ein Sparkonto gekriegt. Und da hatten wir ein Carnet, CNÖ hieß das. Das war so ein kleines Sparbuch, kann man sagen. Und mit dem sind wir dann auf Urlaub gegangen. Ja, wie liefen das ab? Das war geil. Da ist die ganze Kompanie zunächst mal, und ich sage die ganze Kompanie, alle Legionäre der Kompanie, also 120 Mann, sind wir zunächst mal nach Paris geflogen. Auf jeden Fall hat sich die ganze Kompanie Rendezvous gegeben in Paris. Und wir Kaporäle, müsst euch vorstellen, wir hatten in der Kompanie ungefähr 30, 35, ja, manchmal 40 Kaporäle. Wir Kaporäle, wir haben unser Carnet CNÖ dabei gehabt. Ja, die normalen Legionäre haben ein bisschen Tüne gekriegt, ja, einen gewissen Beitrag, einen gewissen Betrag, würde ich sagen. Und wir Kaporäle, wir haben unser ganzes Sparkassenbuch mitgekriegt. Und es gab in ganz Paris nur eine Bank, an der oder in der wir unsere Kohle abholen konnten und durften. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, du gehst da rein, 30 Legionäre, einer nach dem anderen. Du kommst da rein in die Bank und jeder von uns hebt 10 oder 15.000 Mark ab. Ja, das war damals ein Vermögen. Das war damals ein Vermögen. 15.000 Mark, damals, da warst du der Prinz. Da warst du der Prinz of Paris, ja. Das war, oder Le Roi du Pétrole, wie wir es in Frankreich sagen würden. Das war wahnsinnig viel Knete. Ja, das heißt, wir sind da ein Kaporal nach dem anderen rein zum Bankangestellten. Jo, hopp, 15.000 Mark abheben. Wie viel Frauen das waren, wusste ich, weiß ich jetzt nicht mehr. Ja, und da ist jedes Mal dem Bankangestellten die Klappe runtergefallen. Ja, was schon wieder? Schon wieder? So viel Kohle haben wir doch gar nicht hier. Ja, auf jeden Fall wurdest du dann ausbezahlt. Dann hast du dir die Scheine
entweder unter das Käppi oder irgendwo Beintasche hinten am Gesäß, ja, oder in den Gürtel rein, keine Ahnung, weggesteckt, die Kohle. Und genau gegenüber von der Bank, da war eine Bar. Und in der Bar, da waren diese netten Demoiselles, also diese Frauen vom Fach, ja, die wussten ganz genau, was wir Legionäre für Kohle am Mann hatten. Die kannten den Ablauf schon seit Jahren und die warteten schon drauf, dass sie sich irgendwo in der Bar da so einen Legionär krallen konnten und mit dem Legionär vielleicht gleich die Kohle. Aber scheißegal, jeder macht sein eigenes Leben, jeder wie es brauchte. Einige haben davon profitiert, andere wiederum nicht. Gut, was haben wir da gemacht? Dann sind wir alle erstmal in irgendein Hotel, 3-Sterne-Hotel, 4-Sterne-Hotel, Knete hat man genug. Dort mal zunächst an die Bar, eingesüffelt, Zimmer gebucht, hoch aufs Zimmer. Bisschen gepennt, umgezogen, also den Tenue ausgezogen. Wir waren alle noch im Tenue de Sortie, also mit Käppi, mit Schniekepieke, gebügelten Hemd und so weiter. Und dann sind wir oft mal zu einem Schneider gegangen, haben uns mal einen Anzug nähen lassen nach Maß. Oder viele von uns haben auch das gemacht, dass sie ganz einfach zu so einem Kostümverleih sind. Und dort konnten wir dann den Anzug ausleihen. Also der war schon fertig, ja. Musste es nur noch anprobieren, welcher passt, welche Farbe und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben dann alle Anzug gehabt, Krawatte gehabt, Hemd gehabt, Schnieke-Pieke, muss ich nur sagen, ja. Und dann abends haben wir uns alle so getroffen in der Scala, ja. Waren nicht alle Legionäre im Anzug. Viele sind auch mit ihrem Tenue Sortie rausgegangen in die Scala. Das heißt, im Legionärsanzug mit Käppi Blanc. Und die Scala war damals die angesagte Top-Diskothek in Paris. Die geilste Diskothek in der Île-de-France, ja, an der Seine. Und auf jeden Fall hat man dort Türsteher gehabt, also die Rausschmeißer, die großen Männer hier mit Muskelbepackt und so weiter, Narben im Gesicht, ja, auch Anzug und Krawatte. Und wenn die von Weitem gesehen haben, oho, da kommt ein Legionär, entweder haben sie es gesehen von Weitem schon am Käppi Blanc, ja, hast du das Käppi auf der Nuss gehabt, oder glatt rasierte Schädel, ganz klar, eindeutig Legionär. Draußen standen die Leute Schlange, ja, die Boys and Girls standen Schlange, 100 Meter vor der Scala, ja. Wenn die aber gesehen haben von Weitem, da kommt ein Legionär, top, alle mal beiseite, Legionär ganz vorne ran. Wir durften prioritär rein in die Scala. Das war so geil. Dann sind wir rein in die Scala und normalerweise, kennt ihr ja auch von Disco-Besuchen, wenn jetzt zum Beispiel, du hast die Bar, sitzen Männer und Frauen an der Bar, jetzt hast du vor jedem Mann meinetwegen ein Glas. Martini, Whisky, Coca, Bier oder was weiß ich. Bei uns Legionären war das anders. Da hat jeder Legionär vor sich eine Flasche stehen gehabt. Eine Flasche Wodka, eine Flasche Gin oder eine Flasche Whisky. Ja? Und neben jedem Legionär saß eine Troller. Ja? Eine Troller und die haben natürlich auch von uns profitiert, ganz klar. Wir hatten Kohle. Wir haben an einem Abend in so einer Scala-Diskothek locker mal 1000 Mark ausgegeben. No problem. 1000 Mark damals ein Fortune. Das war viel Kohle. Das war wahnsinnig viel Kohle. Zur Erinnerung, damals hat ein Geselle in Deutschland mal grad 1000 Mark im Monat verdient. Das war wahnsinnig viel Geld. Das haben wir an einem Abend durch die Finger geblasen. Ja? Also, Zigaretten, Alkohol, Girls, Tanzen, Fun. Das war unsere Welt. Ja? Gut, jetzt war die ganze Kompanie in Paris. Wir haben Paris unsicher gemacht. Wir haben in den schicksten Restaurants auch gegessen. Ja, haben uns abends immer in verschiedenen Bars getroffen in der Rue Saint-Denis. Ja, und abends dann nachts, spät nachts dann in der Scala. Und wir sind mit dem Geld genauso umgegangen wie mit unserem Blut. Wir haben verschleudert. Weißt du, wir wissen, oder jedes Mal, wenn wir einen Einsatz ziehen, wissen wir nicht mehr, ob wir zurückkommen. Und da bringt es nichts, Geld anzuhäufen. Das stand uns nie im Sinn. Ja. Was willst du mit der Tüne, wenn du morgen eine Bastos abkriegst? Bastos ist eine Kugel. Macht keinen Sinn. Nach 10 Tagen hat man dann zweierlei Szenarien. Das erste Szenario war, du hattest noch Kohle und hast dann Paris verlassen mit Destination, meinetwegen Deutschland. Hast deine Leute besucht, ja? Oder Russland, Ukraine oder Finnland oder Schweden, wo du halt herkommst, ja? Wir waren ja alles Fremde. Wir waren ja keine Franzosen. Wir waren ja keine Gauloise. Ja? Das heißt, wir sind abgedüst, entweder nach Deutschland, Polen, Italien, was weiß ich. Aber, das waren die wenigsten. Die meisten nämlich hatten nach 10 Tagen keine Knete mehr, keine Kohle mehr. Und wisst ihr, was wir dann gemacht haben? Wir haben uns zurückgesehnt in die Garnison. Wir wollten nur noch eins, abdüsen wieder zurück nach Calvi, in die Garnison, in Conrafale, ja. Denn dort hatten wir Essen umsonst, wir hatten unsere Zimmer, unsere Betten und Oder die ganz was kostet die Welt. Dort sind wir noch 2 Wochen geblieben. Da haben wir jeden Tag Sport getrieben, sind rüber ins Foyer, ab und zu mal raus in die Stadt. Happy Life.
Happy Life. Das war ein geiles Legionärsleben, ja? Wir hatten unwahrscheinlich viel Tüne, unwahrscheinlich viel Freiheiten nach solchen Einsätzen in Afrika. Und ich muss sagen, damals hatten wir das Gefühl, uns gehört die Welt. Uns gehört die Welt. Und wir hatten 10 Wochen Urlaub im Jahr. Wo kriegst du das? Bei mir war es dann meist so, dass ich nach 10 Tagen eben auch keine Knete mehr hatte. Ich habe da auch voll mitgemacht in dieser Euphorie, war ja alles auch ein bisschen neuer. Und ich kam, ich muss sagen, dass ich gerade aus dem Urwald kam, 2 Jahre Französisch-Guyana, da hat man nicht so viel Pläsier. Ich war in den 2 Jahren in Französisch-Guyana, war ich 450 Tage, so Pi mal Daumen, im Urwald. Und da war natürlich schon, da war Paris natürlich schon eine andere Welt, ja, die Metropole. Und natürlich haben wir davon profitiert, ja. Und nach 10 Tagen war dann die Luft raus, die Kohle war weg. Und da wollte ich eigentlich nur eins. Einen Rucksack auf dem Rücken, wieder rein in die Maquis Corps und marschieren. Oder einen Fallschirm, ein Prepar auf dem Rücken, raus aus dem Flugzeug springen, Fallschirm springen, ja. Auf jeden Fall hatte ich dann irgendwo die Schnauze gestrichen voll von der Zivilisation. Wieder zurück ins Camp, wieder zurück da, wo die, in die Hochburg der Fremdenlegion, Hochburg der falschen Jäger der Fremdenlegion, Conrafali in Korsika, und dann war die Welt wieder in Ordnung, ja. Da warst du 4 Wochen dann wieder drin, mitten in der Maloche, ja. Wüstenmärsche machen, Marsch Ukraine, marschieren oder krepieren, das war unsere Devise, ja. Sich den Arsch aufreißen, vielleicht im Einsatz, im scharfen Einsatz, was weiß ich, Tod und Teufel, und das war unsere Welt. Ja, und dann kamst du wieder zurück nach 4 Monaten und dann wieder Rebolot. Hast wieder das Gleiche gehabt. Hopp, keine CNÖ, Sparkassenbuch, ab nach Paris, Sause. Jo, that's it. Im Hafen kann die Legionär bei der schwarzen Rose ein. Sie pfeifen auf Geld und Ruhm und Ehre. Denn schon bald kann alles anders sein. Schwarze Rose vom Oran. Schwarze Rose vom Oran. So Leute, no coffee, no workie. Habe ich fast vergessen. Ich wünsche euch ein geiles Wochenende. Was haben wir heute? Donnerstag. Ich wünsche euch ein geiles Wochenende. Ich wünsche euch Gesundheit. Mein Motto ist nevertheless, Krieg ist scheiße, amitié légionnaire. Euer Thomas Gast, ich melde mich ab. Bye bye, tschüss. Danke fürs Zuhören. We see us im Oran. Wir sehen uns morgen. Maybe.